Regen und kein Schnee, mehr nicht, oder? Ja, glaub schon. So, sind wir wieder bei Half-Life Burger Life Half in the Woods. Wir haben immer noch keinen Burger gefunden, natürlich nicht, ist ja logisch. Ich baue immer noch an meiner Mine rum und Payne ihre Frames-Anzeige ausgeschalten. So, gut gemacht. Also Regen kann ich nicht ausschalten. Wieso kann man Regen nicht? Da war. Regnet es jetzt? Nee, aber das ist nur im Einzelspieler möglich, steht dran. Ach, damit du dir wahrscheinlich keinen Vorteil verschaffen kannst. Schätze ich mal, oder? Könnte Weiß möglich. nicht. Weißt du nicht. Natürlich. Oder Weißt vielleicht weil es serverseitig ist oder. ja, ich werde mit Sicherheit nicht den Regen wegen dir ausschalten. Nein, das ist ja auch okay. Da bin ich ja froh drum. Immer einfach AFK, wenn es regnet. Ach Wenn es so. 5 Folgen lang regnet, dann bist du halt Alleinunterhalter. Ach, so konzentriert wie du manchmal bist. Manchmal komme ich ja nicht mal dazu, irgendwas zu sagen. Wieso nicht? Weil du singst und blabbelst und weiß ich nicht. Okay, alles klar. Oh, Mimi. Brauchst du einen Snickers? Gibt's Snickers im Spiel? Nein, aber Crispy Chick Burger. Komm, oh, noch, 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 noch. Ein Crispy Chick Burger. Jetzt heute bei McDoof? Weiß ich nicht. Oh nein! Was ist denn jetzt passiert? Blöde Axt wieder kaputt. Oh, ein Leopard. Hört das anders aus? Ein Leopard. Leopard ist gefleckt, ja. Aber der tut dir hoffentlich nicht so weh, oder? Ja, deine Fensterscheiben sind wieder oben drin dann, ja? Kiste, ich brauche Oh! Eisenerd. Oh. Er hat mich angestupst. Grabt er hier rum oder? Nee, da ist ein Maulwurf jetzt unter ihm. Ist Warte, es. der sagt, der droht mir nur, ich soll weggehen. Okay, ich lasse dich in Ruhe. Aua, ja, ich gehe schon weg. Ist okay. Geh schon weg. Deine Hintergrundgeräusche hören sich an, als würdest du ein Tic-Tac schütteln. Meine Hintergrundgeräusche. Ich habe keine Hintergrundgeräusche. Dieselben wie du. Ich meine, meine Tastatur. Hört sich an, wie als würdest du ein Tic-Tac aufmachen. Ich bin geisteskrank. Geisteskrank. Nobody's perfect. Oh. You're welcome. Nobody is perfect. Das war schön gesagt. Ja, weil Borg schimpft immer, wenn man meine Tastatur oder meine Maus hört oder wenn man mich atmen hört oder reden hört oder leben hört oder irgendwas hört. Ihr müsst immer noch bedenken, Payne hat eine Kugelmaus. Der Kugelmaus. Kugelmaus, ja. Die waren cool. Ja, bloß weil du mit Laptop-Maus spielst. Bisschen neidisch. Muss ich wenigstens eine Lasermaus. Nee, eine Laptop-Maus ist keine Lasermaus. Achso, du Meinst du meinst. so ein Achso. Touchpad? Oh. Was spiel mal so. Nee, lieber nicht. Lass gut sein. So, hä? Es geht, hä? Du meinst, ob das geht? Ich hab's. Fand ich voll gut. Ja, wahrscheinlich bist du so PlayStation Pro Gamer drin. Jetzt haben wir gesagt, gerne mal PlayStation spielen. Echt, habe ich das so gesagt? Ja, ja. Immer. Wollen wir eine Runde PlayStation? PlayStation. Mann, da steht so ein Super Skeletten. Abhauen und irgendwo hängt so ein Typ rum. Ja, genau. Vollpfosten, nein. Ja, nix. Das ist ein komischer Kauz, echt. Das ist wie so eine Harry Potter Figur. Ach Mann. Was ist? Ich hab vergessen, mir eine Axt zu machen. Verdammte Axt. Verdammte Axt nochmal. Ich muss hier runter. Was mache ich denn hier überhaupt? Mach wieder nur Kacke. Ich hoffe, du hast in die richtige Richtung gehackt. Wow. Oh wow, ich komme. Ich habe jetzt Angst.
Hast wahrscheinlich sogar noch mal unser Lager benutzt. Nein, glaube nicht, oder? Ist richtig. Ja, und da darfst du nur nach rechts, nicht nach links. Obwohl, du bist, glaube ich, tief genug. Ich bin 10 unten. Bin auf Stufe 50 und oben ist Stufe 57. Ja, das passt. Passt, oder? Das ist in Ordnung. Oh, Gott sei Dank. Ich muss noch 2 oder 3 muss ich nach unten. Okay. Leider 3. Ja, das geht. Also auf 54 muss ich was bauen. Ja, das geht aber dann. Das ist okay. Alles klar. Glück gehabt. Ja, aber richtig Glück gehabt. Ich mag meinen Shader eigentlich. Aber? Schade, dass er an manchen Stellen buggt. Ich hätte einen guten. Nein, ich will den nicht, weil der ist neblig. Der ist neblig. Ja, der ist neblig. Ja, das stimmt. Ist aber auch schön. Nein, gefällt mir nicht. Also das Neblige. Eselsohren im Nebel sehen. Nein. Ah, ist ja gut. Konnte ich nicht überzeugen, passt. Brauchen wir nicht weiterreden, ja? Das ist eine Ratte. Welche? Eine Hellratte? Also eine Höhlenratte oder eine normale Ratte? Eine normale Ratte. Normale Ratte. Du Ratte. Du Ratte. So. Oh, Boggy. Hirn anschalten, Boggy. Nein. Da hinten ist irgendwie so ein Roboter oder sowas. Ein Mini-Roboter. Ein Mecha-Gnom. Mann, mich nervt es, dass die Tiere immer in unserem Haus spawnen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist hier unten bei den Minen. Auch das ist was, das kapiere ich nicht, weil das habe ja ich sozusagen erschaffen. Und irgendwie weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Burner. Wie nix. Das werte Licht. Oh. Aber die gehen schon extrem auf die Nerven, diese komische Skelett. Ja, da. Mal schauen, vielleicht stellen wir es doch aus. Nee, weil man freut sich ja auch über die Knochen und über die Fäden, die man bekommt. Vor allem die Knochen mit dem Knochenstaub. Aber du hast gesagt, mit dem Diamantschwert, dann geht's einfacher, gell? Hatte ja letztes Mal schon ein Diamantschwert. Ja, und da ging das einfacher, oder? Ja. Sicherheit. Nein. Bin auf Eisenerz gestoßen. HGW. HGW? HGW. PX. Thank you. Psst. Denken. Oh, Pferde. Pferde. Oh oh. Ich bin irgendwo runtergefallen. Vorsichtig sein. Eins. Ja, stimmt. Noch eins weiter. Genau, ich mach das jetzt bis unten durch. Halleluja. Bin immer auf Storage Straws gespannt bei dir wieder. Ja, das dauert. Da bist du ein König. Ich bin wahrscheinlich schon 2 Folgen damit beschäftigt, nur den Grundriss unten zu bauen. Halleluja. Vielleicht mache ich den Grundriss auch mal außerhalb von Folgen. Ja. Warum nicht? Nee, jetzt ist das so ein Zauberer. Ja, da ist schon irgendwo so ein Depp, ne? Ja, ich bin aber nicht zu Hause. Das ist ein Zauberer und ich habe Hunger und kann nicht schnell laufen und... Ja, weil du wahrscheinlich wieder die ganze Zeit schnell gelaufen bist. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht, warum die in unsere Wohnung kommen. Das ist was, kapier ich nicht. Bestimmt bei der Tür offen lässt. Wahrscheinlich. Ja, es ist mein Schwert kaputt. Jetzt, lass mich in Ruhe. Bin tot. Mein Gott. Hi. Hallo.
Hast du zufällig Birkenholz? Natürlich nicht. Mir leid. Kein Problem. Ich hatte doch da unten... Eigentlich war ich der Meinung, ich hatte Eisen. Aber irgendwie... Anscheinend doch nicht. Hä? Freiheit. Oh. Ach, stimmt, ich... Ah, mein Gott, ich bin schon echt intelligent. Zu viel Eisen im Blut habe ich bekommen. Ja? Ich habe zu viel Eisen im Blut. Hier finde ich schon schön. Finde ich schön. Aber wenn ich hier dann noch so mache, ist das noch schön. Ein Ticken schöner. Jetzt muss ich finde das Fenster, das Panorama da oben voll. Super. Super Einfall. Richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Bam, 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 bam. Wogi hat Eisen gefunden. Wogen ist der Eisenmann. Leuchte ich denn so komisch? Grün. Ja. Hab aber auch, wenn ich auf mein Profil auf so E drücke, habe ich überhaupt keinen Effekt darauf angeblich. Hä? Sauerstoffmangel. Kann ich. Ja, wir haben keine Ahnung. Machen wir gleich hier. Über den Weg wiederfinden. So. Und so, jetzt bin ich schon auf Stufe 4. Oh, ich muss noch 4 nach unten. Oh mein Gott. Ich bin erst auf Ebene 40. Das dauert ein bisschen, aber es sieht schön aus. Gefällt mir gut. Aber ich habe... Ach, Stecken kann man auch so machen, gell? Da brauche ich keine Kiste dazu. Fackeln kann ich auch so machen. So, machen wir mal Fackeln. So. Genau. Benner muss schon gleich sein. Du bist der Fackelmann. Ich mag Diamant. Ich finde es immer so geil, wenn man Diamant findet. Bin immer ganz stolz. Aber auf Ebene 38 findet man mit Sicherheit kein Diamant. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ab Stufe 15 oder so geht's los. Weiß ich gar nicht mehr. Na doch, ich glaube schon. Ebene 15, glaube ich. Ebene 15. Oh. Aber es ist schon wieder so dunkel. Ich bin echt zu geizig, die Eisenspitzhacke herzunehmen, bis meine ganzen Dingspitzhacken kaputt sind. Obwohl ich zwei habe, glaube ich. Eine habe ich gemacht. Nur eine. Für 33. Es wird. Und bei dir wird es auch, ja? Ja, irgendwann. Ja, irgendwann. Fangt das Haus zum Leben an. Irgendwann. Bist nicht zufrieden mit dem Haus, das merkt man. Ja, ich weiß noch nicht so, wie ich das planen soll jetzt alles hier. Ich hab mir das jetzt... Ich weiß noch nicht, wo ich was hinmache jetzt. Also es ist nicht so schön wie unser altes damals. Das ärgert mich irgendwie. Ja, das merkt man dir an. Irgendwie stinkt dir das. Wie sogar. Ein. Was mir stinkt, ist diese mit der Vanilla-Texturen.
Da sieht man nicht alles so. Eisenerz zum Beispiel schaut aus wie Granit. Finde ich etwas schade. Aber das andere kann ich nicht benutzen, weil dann ist was Pain hat, weil sonst habe ich irgendwie keinen Computer mehr. Der raucht dann. Hier geht die Luft. In die Luft. So, jetzt müsste ich hier aber echt durch sein, genau. Haben wir einen Haufen Etagen hier geschafft. 30. Dann noch 20 und 10. Bei 0 kann man nicht machen. Das wäre auch ein bisschen doof. Irgendwann. Irgendwann. Bis irgendwann. Ein Ohrwurm. Irgendwann, ja. Aber sowas von ein großer Ohrwurm. Irgendwann fange ich wieder zum Leben an. Richtiger Kack-Ohrwurm. Hier. Ja. Wackelig, dann sieht man nichts mehr. Bam, bam, bam. Verdammt. Das Leben findet einen Weg erreicht. Was hast du gemacht? Ja. Hilfe? Alles gut. Okay. Haus ist noch da, ja? Ja. Okay. Geht's ja. Wunderbar. So, 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 so. Irgendwas stimmt nicht. Oh, ich hab den zu hoch gemacht. Ist das 4 gemacht? 1, 2, 3? Nee. Irgendwas stimmt nicht. Ah nee, stimmt schon. Stimmt schon, ich hab gedacht, das 4, das 3, das 10. Ach Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm, da müssen wir weiter. Haben wir noch so viel, aber das sieht cool aus. Dann hier noch schön machen. Ja, gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Schauen wir mal, was Pain macht. Wieso treibt. Lass das da liegen, geh weg! Wow! Ciao! Ja. Ciao, mach's gut. Alles klar, sag's halt, wenn ich da wieder hin darf. Halleluja. Pain geht wieder ab. Ihr macht mir kaputt. Ja, da ist richtig. Wunderbar. Habe ich eh gleich kein Ding mehr. Eine Bruchsteintreppe ist das. Jetzt darfst du wieder machen, was du willst. Nein, nein, das will ich nicht mehr. Jetzt habe ich Angst vor dir. Ich glaub, nur irgendwas stimmt nicht hier. Warum? Bei dir das auch so eine Disco? Moment. Mein Gott, das dauert jetzt aber schon lange, bis man hier oben ist. Was soll hier sein? Eine Disco? Ist sie nicht mehr. Du gekommen bist, ist sie nicht mehr. Ich blubber immer noch. Blubberst immer noch? Bei mir nicht. Du hast auch keine Disco. Geh mal weg. Ich geh mal weg. Ich muss mich mal reloggen, weil ich blubber die ganze Zeit. Da Pain jetzt reloggt, sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Sie blubbert danach hoffentlich nicht mehr. Und weiter geht's in der nächsten Folge bei Half-Life in the Woods. Ich werde wieder in die Mine gehen und Pain wird wieder blubbern. Hoffentlich nicht. Macht es gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.